Und damit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Part von Little Big Planet 3. Es ist eine Weile her, aber jetzt geht's weiter. Nein, ich will nicht mitmachen, ich will alleine spielen. Oh, okay, wo sind wir hier gelandet? Russland? Schick. Also das letzte Mal haben wir ja in der letzten Overworld sozusagen einen Titan besiegt tatsächlich. Und jetzt sind wir hier gelandet. Es sieht eigentlich ganz nett aus. Der Schnee sieht hübsch aus. Ich finde den Effekt total geil. Was immer. Schlaumeier, sei doch nicht so. Lass uns wieder Freunde sein. Sei gegrüßt, seltsames Sekting. Papalmaché ist mein Name. Und dieser Ort ist die Ziggurat, meine allerschönste Schöpfung. Aha. Einst hatten die Bewohner der Ziggurat unglaublich viele Ideen. Das Fischervolk der Fantasiesphäre. Aber dann kam der Newton und alles hat sich verändert. Auch ich. Wenn ich jetzt meinen Mund öffne, gibt es keine Träume und kein Glitzern mehr. Nur noch jede Menge fusseliger Gehirnmatsch. Jedenfalls ist unsere einzige Hoffnung, dass Togel, der zweite Held von Bankum, zurückkehrt und die Ziggurat wieder an die Spitze der Charts bringt. Und okay. Dafür brauchen wir deine Hilfe, seltsamer, schweigsamer Winzling. Die Türen zum Schlafgemach von Togel sind versiegelt und können nur mit drei Murmeln geöffnet werden. Aha. Die Murmeln sind überall in Ziggurat verteilt. Ich hatte eine clevere Idee, wie man sie schnell wiederbekommt. Aber in meinem Kopf gibt es nur noch Windmühlen und Wühlmäuse. Sei's drum. Leider befürchte ich, dass du jetzt einen weiten Weg gehen musst. Eine ist in einem riesigen, brennenden Haus aus Flammen. So heiß, so schwitzig. Eine andere ist in einem Labyrinth verloren gegangen. Die letzte Murmel wird derzeit als Auge für einen mechanischen Drachen verwendet. Nicht die praktischste Idee, aber trotzdem sehr kreativ, oder? Bring alle drei Murmeln zu dieser Statue und dann wird Togel zu uns zurückgebracht werden. Aha. Okay, das waren jetzt ziemlich viele Informationen auf einmal. Halt die Klappe. Jetzt Licht. Das waren jetzt verflucht viele Informationen auf einmal. Ich fühle mich etwas überrumpelt von so viel Input. Aber okay. Guck mal einfach mal. Nö. Komisch. In den Hofofen wirst du gekocht, Gott. Bevor du den ersten Checkpunkt erreichst. Außer du schickst den Yeti. Ich bin gegen Yeti allergisch, aber ich stelle euch trotzdem vor, damit ihr den Togel wiederbeleben könnt. Aha. Okay. Wir gehen direkt in die erste Welt rein. Der Hochofen ist viel zu heiß für dich. Lass den Yeti das machen. Hatschi! Keine Sorge, auf den Yeti ist Verlass. Er kehrt mit der Murmel zurück. Hatschi! Gesundheit. Aha. Los, hol die Murmel, Yeti. Allergien sind so unangenehm. Hatschi! Okay. Oh! Die Murmel ist in der Zuflucht. Du musst sie finden. Mit dem okay. linken Stick sagst du dem Yeti, in welche Richtung er läuft. Mit der Aktionstaste lässt du den Yeti springen. Windböen bringen Yetis an hochgelegene Orte, okay? Jetzt los, finde die Zuflucht, finde die Murmel. Ganz Bankum verlässt sich auf dich. Okay, ich hoffe, er quatscht jetzt nicht schon wieder dazwischen. Hier seht ihr ein Beispiel von Kreativität in Little Big Planet, was man aus dem Spiel noch machen kann. Wie gesagt, es ist normalerweise, so wie ihr es in der ganzen Zeit gesehen habt, ein 2D-Jump'n'Run-Plattformer mit mittlerweile 16 Plattformen. Finde ich ziemlich cool.
Aber man kann alles bauen. Hier hat man ein, sozusagen, ein Top-View-Adventure gebaut. Das ist ziemlich cool. Ich kann halt wirklich so hüpfen. Kann wahrscheinlich nachher noch irgendwie angreifen, denke ich. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Auf jeden Fall ist es schon ziemlich cool gemacht. Und hier, wow, kann ich in sehr hohe Ebenen springen. Und allen Dingen, man kann ja wirklich die Figur komplett steuern, also ohne Improvisation. Voila. Früher mussten, bei Teil 2 konnte man das sowas eigentlich auch schon bauen, aber da musste man halt wirklich extrem improvisieren. Und das sah dann teilweise ein bisschen komisch aus. Teilweise muss man sich halt wirklich extrem viel einfallen lassen, damit es wirklich aussah wie eine echte Figur und nicht wie, naja, wie etwas, das über den Boden slidet. Und hier hat man jetzt eine wirklich komplette Figur, das ist schön. Checkpoint-System gibt es auch. Bin gespannt, wie es funktioniert, wenn ich sterbe, wie das aussieht. Mich fasziniert immer, also mich fasziniert sowas auf jeden Fall immer extrem. Okay, das ist einfach nur eine Sprungplattform. Wuhu! Ah, ich verstehe. Okay. Schade. Verdammt. Okay, nochmal. Verdammt. Oh, Mann. Ich denke, ich muss von der obersten Schiene da, muss ich irgendwie wieder hochspringen. Oh, Kacke. Nochmal. Okay. Von hier. Ich denke, ich muss von hier springen. Ja, es funktioniert. Das ist Logik im Endeffekt. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, natürlich, ne? Umso höher von einer höheren Position du springst, umso höher hüpfst du natürlich. Nein, es ist eben nicht natürlich. Es ist programmiert. Es ist Logik, die einprogrammiert wurde in das Spiel. Und zwar von denjenigen, der dieses Level erstellt hat, weil dieser Editor eben unglaublich umfangreich ist. Wenn derjenige nicht komplett weitergedacht hätte, hätte es zum Beispiel sein können, dass man... Verdammt, ich bin tot. Ah, so haben die das gemacht. Interessant. Mit einem Aufzug ist das. Das ist cool. Jedenfalls hätte derjenige nicht richtig mitgedacht, wäre es letztendlich so gewesen, dass diese Plattform dich immer in dieselbe Höhe bringt. Und nicht mal so, mal so. Das ist cool. Es gibt ja zum Beispiel Portal-Level. Bei Little Big Planet 2 gab es die schon. Also von dem Spiel Portal angehaucht. Da war es dann halt auch wirklich so, manche haben halt dran gedacht, ne, dass umso schneller du reinspringst, umso schneller kommst du auch wieder raus. Aber manche haben diese Technik eben nicht hinbekommen. Da komme ich nicht weiter. Ich muss da lang. Und das heißt dann wiederum, die haben es halt nicht hinbekommen. Verdammt. Verdammt. Ja, okay. Die haben es halt nicht hinbekommen, die Logik so zu programmieren, dass wenn man halt ganz schnell rein, also von der hohen Position reinspringt, natürlich mit einer gewissen Geschwindigkeit, die du halt im Flug erreicht hast, wieder rauskommen musst. Das haben die halt nicht hinbekommen. Das ist auch gar nicht so einfach. Da muss man sich halt echt ein bisschen auseinandersetzen damit, damit das funktioniert. Und das hier, das fasziniert mich auch gerade ein bisschen. Das ist ein Rollteppich und ein Endlosschleifer. Ich frage mich, wie der gemacht wurde. Früher muss man den mit Spendern, also sogenannten Spendern, bauen. Was natürlich einen ganz kleinen Nachteil hatte. Und zwar ganz einfach, konnte man nicht zu 100% sagen, ob das Spiel das hinbekommt.
Weil, besonders wenn man halt always on ist, wie es nun mal bei solchen Spielen heutzutage ist, kann es natürlich sein, dass die Verbindung... Ja. Oh. Geil. Das ist ja mega fett. Ich glaube, man hat es gerade kurz gesehen. Es hat gerade geruckelt. Er hat es sehr großzügig gebaut, denke ich. Wie gesagt, durch dieses Always On kann es halt passieren, dass dann ein Ruckler passiert, also ein Ruckler vorkommt und dadurch wiederum das Bild zerreißt und man eben keine Plattform hat, die durchgängig ist, sondern Lücken aufweist. Ich denke, man, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was ich meine. Hoffe ich. Ich hoffe es jedenfalls. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare. Hey. Cool, tut eh keiner. Ups, scheiße. Oh, okay. Auch sehr großzügig. Kann jetzt sein, dass ich aber ein Geheimnis dadurch verpatzt habe. Ah, okay. Verdammt. Da ist auch ein Geheimnis, das hole ich mir. Ja. Schon. Ist das Schnee? Ja, es ist Schnee. Geil. Das habe ich auch. Müssen in die Richtung. Das zeigen diese kleinen Pfeile. Falls ihr es nicht gesehen habt. Okay. Checke. Wieder neues Material. Wow, fuck. Nope, so geht's nicht. Wow. Weiter. Ah, ist schon ein kleines Adventure. Ach, da ist die Kugel. Sehr geil. Okay. Wo muss ich denn lang? Hm? Ah, okay. Cool. Also ich kann nicht greifen oder schlagen oder sonst irgendwas, aber das heißt ja nicht, dass es nicht machbar wäre. Ich denke mal, das Level wurde einfach so einfach gehalten, so als kleines Tutorial mäßig. Schwupp, da ist er. Da habe ich sie. Wir haben die erste Murmel für Toggle. So. Sehr geil. Bing. Natürlich sind wir tausendmal verreckt. Aber wir haben ein bisschen was gefunden. Das ist geil. So, Murmel drin. Sehr schön. Natürlich hat die Aufnahme gerade extrem rumgespackt. Aber... Murmel, nein, du hältst die Fresse. Aber du kannst noch Geheimnisse finden. Halt die Klappe. Ich will nicht mit dir reden. Warum ich gerade wieder schon wieder so aggressiv reagiere? Naja. Ich finde... Der labert so viel. Naja, so viel, sehr viele Charaktere hier. Zoom Zoom. Wir werden Zoom Zoom jetzt noch nicht besuchen, because das letzte Mal, als ich bei Zoom Zoom im Laden war, war GEMA-Musik drin. Und ich musste den Part wieder beenden oder beziehungsweise bearbeiten. Das hat mich tierisch genervt. Aber immerhin, dank YouTube, ja, dank YouTube persönlich, hat es trotzdem noch geklappt. Okay. Es gibt so eine Software bei YouTube, da konnte man im Grunde genommen ziemlich einfach
im Hintergrund Musik rausnehmen lassen, die halt von der GEMA geschützt ist. Was mir ungemein geholfen hat. Dadurch war es dann einfach so, dass das ausgehebelt war, so von wegen, hey, du darfst den Part nicht hochladen, because GEMA-Mucke. YouTube hat einfach im Hintergrund wirklich die Musik gelöscht, aber mein Gelaber drin gelassen. Das finde ich faszinierend. Ich finde es unglaublich toll, dass Google das kann. Und ich bin auch dankbar dafür, weil so musste ich eben nicht alles von vorne machen. Cool. Neues Material, das ist immer geil. Und du hast deine Murmel gefunden. Aber zwei sind noch nicht wieder da. Bitte, du musst sie finden. Ja, ich bin noch dabei. Ein Aufzug. Aha, cool. Alles cool. Hier in der Koppelstation befindet sich eine große Dampfmaschine. Ja, es lauern Gefahren in ihrem weitläufigen Inneren, aber ich glaube, du bist bestens vorbereitet. Es wartet außerdem eine tolle Überraschung auf dich. Also bitte, zögere nicht länger. Geh rein und hole die Murmel. Okay. Machen wir gleich. Neues Audio, neue Deko, sehr geil, neue Mission. Wir kommen mit dem Rückwärtszug an. Ist oben im Gesicht der großen Rakete. Du brauchst ein besonderes Gerät, um da heranzukommen. Aha. Du brauchst so eine Art Hakenhelm. Cool. Ein Hakenhelm. Aber ich habe nur einen Hängekorb mitgebracht. Okay. Cool. Der Korb passt dir ja wie ein Helm. Gut mitgedacht, Schlaumann. Bringe ihn mit Hilfe der R1-Taste an solchen Schienen an und bestimme danach mit dem linken Stick deine Richtung. Cool. Schienen können sogar zwischen den Ebenen verlaufen. Halte die R1-Taste gedrückt. Das ist cool. Ohne Probleme. Und vergiss nicht, du kannst auch springen, wenn du an einer Schiene baumelst. Drücke einfach die Aktionstaste und schon springst du. Beeil dich auf die Rakete, sonst fliegt sie ohne dich ab. Wir brauchen die Murmel, um Togel zu erwecken. Ja, ich hatte das schon verstanden. Oh, Moment. Hab ich dafür was? Nein, hab ich nicht. Ich habe jetzt noch keinen einzigen Eventsticker. Das ist ein bisschen... What? Moment. Ah, okay. Plup. Kapow. What the fuck? Ah, ich sehe schon. Oh Gott. Die Musik ist viel zu gut. Die ist garantiert von der GEMA geschützt. Also ich muss am besten so viel labern, wie es geht. Vielleicht haben wir dann ja Glück und die GEMA merkt es nicht und lässt das Lied drin. Ich weiß nicht. Werden wir sehen. Gucken wir mal einfach mal. Probieren wir es einfach mal aus. Ich rede ganz viel. Lalalalalala. Das ist ein bisschen doof, wenn man eigentlich weiß, was man denn reden soll. Aber naja. Gucken wir einfach mal, ob es klappt. Gucken wir mal, ob die GEMA sich darauf einlässt, wenn ich sehr, sehr viel quatsche. Ansonsten, fuck, ich bin runtergefallen. Ich bin in den Tod runtergefallen. Ich glaube, ich muss das jetzt normal machen. Ihr seht schon, ich versuche, jeglichen Grund zu nutzen, zu sprechen. es ist ja nicht ganz schlimm. Also, es ist schon ziemlich beschissen schlimm, wenn die GEMA das sperrt, weil ich dann wirklich das Video neu bearbeiten muss, aber es ist kein Unding, es ist nichts, was mein Leben zerstört oder sowas.
ja, nur, ihr könnt es wahrscheinlich nachvollziehen, dass ich mir schon ein bisschen Arbeit ersparen möchte. Verdammt, ich hüpfe jetzt gerade andauernd an irgendwelche coolen Sachen vorbei. Aber, wie gesagt, ihr wisstet ja schon, wir müssen letztendlich sowieso nochmal hier rein. Werde ich wahrscheinlich offscreen machen werde, because sehr viel Zeug und so, ne? Moment, Taschenlampe? Ich brauche die Taschenlampe! Nimm mir die Taschenlampe! Gott, was ist das? Engelsflügel? Nein, ein Dingens! Ein Dingens ist das! Sehr geil! Okay, Dingens. Ich gehe da mal wieder nach oben, ne? Und schau mal, was es noch so gibt. Schau mal einer an. Da geht er auch weiter. Schau mal da runter. Nein, wir können nicht da runter. Da brauchen wir dieses andere Ding. Also irgendein Item, irgendein Special-Item fehlt uns noch. Und ich bin echt gespannt, was das ist. Oh, ich habe mich verbrannt. Geil. Naja, egal. Ich glaube, ich habe bis jetzt kein einziges Level geschafft, ohne zu sterben. Das ist ein bisschen traurig. Früher war ich besser da drin, aber... Ja, man wird alt und alt und manche Sachen funktionieren dann nicht mehr so gut. Wie zum Beispiel nicht ständig ins Gras zu beißen. Aber hey, gib mir Mühe. Ist das ein Flammenwerfer? Das ist ein Flammenwerfer. Das ist ein ziemlich tödlicher Flammenwerfer. Erinnert mich aber ein bisschen an Super Mario, nur dass der ein bisschen schneller unterwegs ist. Fuck, schon wieder tot. Na egal, jetzt sind wir hier oben dann komplett. Tot. Natürlich bin ich tot. Egal. Ist da oben noch was? Ich guck mal kurz nach. Nein, da ist nichts mehr. Aber das sieht sehr interessant aus. Das sieht aus. Ah ja, ein Drache soll das sein, glaube ich. Das ist ziemlich cool. Ich bin tot. War vielleicht nicht die beste Idee, genau da rein zu rennen, aber ich dachte... Oh Mann! Ich dachte, vielleicht klappt das ja trotzdem. Alter! Fuck! Komm schon! Töten! Dann leck mich doch fett! Dann bleib halt leben! Gut so! Bleib am Leben! Lass mich in Ruhe! Mag dich eh nicht. Du gehst mir auf den Keks und so. Ah, das kann doch nicht sein, dass ich absolut keins von beiden erwische. Ist hier ein Checkpoint gewesen? Nein, das ist kein Checkpoint gewesen. Warum sollte ich da ein Checkpoint sein? Ich schätze, da war ein Checkpoint und ich habe es nur nicht gedacht, dass da ein Checkpoint war, aber das ist egal. Da ist ein Checkpoint. Nein, ich glaube, da war tatsächlich kein Checkpoint. Und wir wären da rausgekommen bei den einen Checkpoint, wo ich schon 15 Mal gestorben bin. Und irgendwann haben die auch ihr Limit erreicht. Hier ist halt nicht... In der Story ist nicht alles unendlich. Von allen... Die leben nicht. Ihr seht ja diesen... Mein Gott, warum flimmert das denn so? Das ist ja nicht sehr hübsch. Okay, Neonröhre wahrscheinlich. Ihr seht diesen weißen Balken um den... um das Tor herum. Das ist im Grunde genommen der Lebensbalken. Das ist ein erweiterter, also glaube ich, man hat 8 Versuche tatsächlich. Bei dem normalen damals, beim Original, hatte... Boah, Mann! Beim Originalen hatte man 4 und bei Endgegnern gab es dann halt wirklich sowas, dass es man dann eben 8 hatte. Aber das war eigentlich relativ selten. Dann fick... Er ist ein Müller, weißt du Bescheid? Alter, leck Minuto, mein Gott! Ich will versuchen, nicht so viel zu fluchen, aber das Spiel macht es mir echt nicht leicht. Und von allen Dingen, was ist das für ein beschissener Rhythmus? Scheiße, ich hab's doch wieder getan. Egal. Alter! Was soll die Kacke? Kann doch wohl nicht sein. Letzter Versuch. Aber den verkacken, müssen wir alles von vorne machen. Also das gesamte Level.
Und da habe ich keinen Bock drauf. Es geht doch. Echt ultra nervig. Das ist ein neuer Checkpoint, Gott sei Dank. Oh Mann. Dup, dup. Ah, okay. Und wieder hoch. Das ist ein bisschen doof. Das ist clever. Der Wind treibt uns automatisch nach oben. Aber wir können uns halt festhalten an dem Ding. Und das ist auch empfehlenswert, weil wir sonst gegen die Lava fliegen. Das wäre nicht empfehlenswert. Ja. Lied ist vorbei. Der Drache ist erweckt. Sehr geil. Und da ist die Kugel. Das ist ein... Ja genau, eine Rakete soll das sein. Sieht aber aus wie ein Drache. Oder eine Drachenrakete? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Haben wir keine Leben verloren? Ich glaube, wir sind noch so ganz knapp keine Leben verloren, oder? Yeah, die zweite Murmel. Endlich. Er wird langsam zusammengesetzt. Okay, uns fehlt nur noch eine Mission. Und dann können wir Tockel erwecken. Das ist ziemlich cool. Oh. Ein neues Material. Boah, ich freue mich schon so sehr, mit den neuen Materialien dann ein Level zu bauen. Weil ich habe schon mal angefangen, mein Level zu bauen. Ich mache es eigentlich immer so, so back to the roots mäßig. Murmel hast du schon, aber du kannst noch Geheimnisse finden. Nee, will ich gar nicht. Nee, will ich nicht. Und zwar, ich baue mir im Grunde genommen ein Level, in dem man meinen Hauptcharakter aus Little Big Planet 1 und 2 sozusagen sieht, wie er sich ein bisschen weiterentwickelt willkommen, hat. Willkommen. Da die Fantasiesphäre exponentiell schnell wächst, kann ich alle Hilfe dabei gebrauchen, jede, um die Crème de la Crème der Ebene der Wunder zu sehen. Sie verändert sich ständig, also komm bald wieder und ziehe nochmal. Okay, der Text ist leider ein bisschen abgehakt, weil das Video gerade vorbei war. Aber, ich wollte sagen, wie gesagt, mein eigenes Level, meine eigenen Level sind momentan immer so. Also immer das erste Level, was ich baue, mein Charakter kehrt zurück und sein letzten Abenteuer. Und habe ich dann halt meistens erstens eine neue Hütte. Die Hütte ist wiederum mit einem Level verbunden. Und in der Wohnung selber sozusagen von dem Sackboy sieht man jede Menge altes Zeug von den alten Spielen sozusagen. Und das mache ich halt nochmal nur größer. Größer und besser und krasser. Wenn ich damit irgendwann mal fertig bin und mit diesen richtig geilen Materialien eben super was Geiles bauen kann, werde ich euch das Level mal zeigen. Es wird wahrscheinlich ewig lang dauern. Was werden wir hier wohl haben? Was ist das? Ah. Cool. Das ist ja interessant. Da haben die im Story-Modus so ein Random-Tor eingebaut. Geh rein. Elemental Fire. Das ist cool. Also die haben im Story-Modus haben die sozusagen ein Tor eingebaut, in dem man in Level von anderen Usern sozusagen eintreten kann. Das ist ziemlich nett. Das ist echt sympathisch. Also finde ich gut, dass sie das gemacht haben. Puff, wo waren wir denn noch nicht? Da waren wir schon. Wir fahren zurück. Wir können nicht zurück. Ich weiß noch nicht. Ach ja, im Übrigen, ihr seht ja hier den Schnee, ne? Das ist jetzt tatsächlich eine eigene Textur.
Das finde ich ziemlich cool. Früher musste man halt sich Schnee bauen, indem man ihn spenden lässt und dann halt selbst was animiert. War sehr umständlich und von allen Dingen platzfressend. Jetzt ist es einfach nur eine Textur, die du auf einem bestimmten Bereich drauflegen kannst. Wie hier zum Beispiel, den verschneiten Bereich dann mit dieser Textur versehen und zack, hast du eine hübsche Winterlandschaft, während du, wenn du in ein Gebäude reingehst, kein Schnee hast. Das ist genial, das ist, Schon zwei Murmeln haben wir ein Glück, das ist eine schöne Idee. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, wo es weitergeht, aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich mache den Part jetzt, ich beende jetzt den Part. Und dann gucken wir einfach beim nächsten Part mal rein, wo wir die letzten Murmel finden und ob wir Newton wieder treffen, der wahrscheinlich wieder einen Titan auf uns setzt. Und natürlich auch für Torgol finden. Wird wir mit Sicherheit finden. Wird bestimmt lustig. Bleibt auf jeden Fall wieder dran. Schaltet wieder ein. Bis dann. Arrivederci.